Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Johnny Labert Video. Ja, heute sind wir mal an einem etwas anderen Platz. Ich bin nämlich auf der Schaukel, wie ihr seht. Und ich hoffe, ihr bekommt keine Lust zu schaukeln. Und ja, ich bin dann zu alt dafür, aber scheiß drauf. Jetzt ist nämlich dieser Platz, wo ich meine 6-Jahres-Schwester auch aufgenommen habe. Nämlich saß ich nämlich da gegenüber. Und den Hintergrund sollte man kennen, aber ich sitze jetzt mal hier, weil ich keinen Bock drauf habe. Und wir ein richtig schönes Wetter haben, finde ich. Nur ein bisschen windig, aber ja. Nämlich in diesem Video möchte ich gerne darüber reden, ob es eigentlich was bringt, sich zu verstellen. Also, wisst ihr, wie ich meine? Also, dass man zum Beispiel, man kann sich halt immer verstellen, so, also jetzt zum Beispiel verstellen, verstehe ich jetzt darum, dass man quasi nicht man selbst ist, dass man halt versucht, jemand anders zu sein, um halt zum Beispiel jetzt cool rüberzukommen oder gut rüberzukommen. Und das, ja, das kann halt bewusst passieren, also man kann es entweder bewusst machen oder man macht es irgendwie unbewusst. Weil auf dieses Thema bin ich halt gekommen, da mir eine gewisse Person gesagt hat, dass ich meinem vorletzten Johnny Labert Video ein bisschen anders rüberkam, irgendwie so gestellt. Es ist mir gar nicht aufgefallen, aber naja, ich habe ein bisschen betont. Aber gut, ich versuche das jetzt mal weniger zu stellen zu lassen, einfach nochmal zu reden. Das heißt, wie es geht. Also in welchen Situationen macht man das zum Beispiel bewusst? Also ich will jetzt mal sagen, in Vorstellungsgesprächen oder Vorstellungen, wenn man sich eine Firma vorstellt oder ein, was weiß ich, Mädchen vorstellt oder so. Ich glaube, dazu komme ich gleich. Also bei mir ist so, ich hatte ja gestern ein Vorstellungsgespräch. Ich glaube, ich hatte nicht mal so Schiss davor. Ich bin einfach hingegangen. So, ich bin sogar mit Fahrrad gefahren. Gut, ich hatte Schuhhemd und Jeanshose an. Ich bin einfach hingefahren, so habe gesagt, jo, das ist so und so. Ich habe halt Bock auf den Beruf, hat mich so interessiert. Ich habe auch so gesagt, was ich nach und nachmachen möchte. Ich habe halt voll offen geredet, zwar ein bisschen mit Sprachfehler, aber da kann ich ja nichts machen. Und ja, die geben mir halt die nächsten 10 Tage Bescheid, darum soll es sich gehen. Und ja, ich war halt wirklich eher wie ich selbst und habe mich nicht so wie anders dargestellt. Ich habe mich halt so gegeben, wie ich normalerweise auch bin. Das heißt, man wird jetzt ein bisschen aufgeregt, aber man sollte sich halt auch nicht da verstellen. Vor allem bei Vorstellungsgesprächen nicht, weil. Oder zum Beispiel auch, wie ich vorhin geredet habe, bei Liebe oder wenn man zum Beispiel als Junge jetzt sich irgendein Mädchen nähert oder ein Mädchen, was man attraktiv findet und sie gern ansprechen möchte, dann gibt man sich meistens oder manchmal auch voll anders, als man normalerweise ist. Man möchte irgendwie der Coole sein, der Macho sein, der Weiberheld sein, was weiß ich, nur um bei den Mädchen zum Angebot anzukommen. Ich weiß ja nicht, ich glaube, vielleicht habe ich schon mal gemacht, ja, ich glaube, früher habe ich mich auch so gegeben, aber heute bin ich einfach nur ich selbst, weil ich heute. Ja, verstelle ich mich, glaube ich, nicht mehr. Oder auch bei Videos verstellt man sich auch oft. Meistens sind die Privatpersonen anders, als sie im Video sind. Denn es ist so, dass man halt in dem YouTube-Charakter und den eigentlichen Charakter irgendwie auseinanderhalten sollte, weil privat tickt man halt doch ein bisschen anders, weil wenn man vor der Kamera steht, dann ist das schon ein anderes Gefühl. Ich glaube, ich würde jetzt auch mit der Person anders reden als in diesem Video, aber ist ja vollkommen normal. Was man jetzt bei Livestreams, da kann ich verstehen, wenn man selbst ist, aber sonst eigentlich. Und natürlich ein großer, wichtiger Punkt ist Schule. Weil früher habe ich immer gemerkt, dass Leute außerhalb der Schule wirklich anders sind als in der Schule. Das ist kein Witz. Weil früher, wo ich in der 7. Klasse war, da habe ich mich halt mit Leuten getroffen aus der Klasse und in der Schule waren die halt manche schon ziemlich fies zu mir, außer waren die halt schon richtig nett. Ich weiß nicht, woran es liegt, dass sie in der Schule irgendwie anders drauf sind. Ich weiß es einfach nicht. Liegt es am Ort oder hat es. Ich weiß nicht warum. Aber ich finde das schon interessant zu wissen, dass man halt in irgendeinem Ort, den man eigentlich mag, voll anders ist. Vielleicht so um cool rüber zu kommen, aber eigentlich. Und im Prinzip sollte man eine Person wirklich erstmal genauer kennen, bevor man irgendwie über sie urteilt. Aber es ist auch wieder ein anderes Thema und ich sollte das Thema wechseln. Ja, und nun komme ich darum, warum verstellt man sich eigentlich? Also auf jeden Fall kriege ich jetzt übrigens alles so per Notiz. Die haben wir heute alles morgens so ein paar Minuten aufgeschrieben. Also einerseits will man natürlich besser ankommen, sei es in einem Vorstellungsgespräch auf einer Arbeit, sei es bei einem Mädchen, sei es, was weiß ich, in der Klasse, sei es, was weiß ich, in irgendeiner anderen Gruppe. Man will versuchen, immer das Beste aus sich rauszuholen und deswegen verstellt man sich teilweise auch. Frage ist, bringt es eigentlich was? Und dann unterdrückt man halt quasi sein wahres Ich. Das heißt, man schlüpft quasi in die Rolle einer selbsterdachten Person, würde ich jetzt mal so sagen. Gut, kommt auf die Situation an und auf genau wie man sich verstellt. Ist das schlecht? Das heißt, man gibt auch zum Beispiel jetzt andere Hobbys an, als man normalerweise hat und ändert voll seine Hobbys so, dass man halt so eigentlich, was man normalerweise gemacht hat, jetzt nicht mehr macht, nur um halt zum. Jetzt nicht zum Außenseiter zu werden, das ist nämlich auch ein wichtiger Punkt. Man will halt irgendwie nicht zum Außenseiter werden und nicht irgendwie ausgegrenzt werden, so wie ich damals, jahrelang. Weil ich glaube, ich war wirklich meistens nicht selbst. Ich habe jetzt nicht meine Hobbys geändert, so. Das ist ein bisschen scheiße, so dass ich quasi nicht akzeptiert wurde. Aber das ist auch wieder eine andere Geschichte. Naja, soviel zu dem Thema. Und dann komme ich auch noch darum, also ich finde einfach, es bringt halt wenig was, wenn man sich irgendwie verstellt oder versucht, sich zwingend zu verstellen, um besser anzukommen. Ich meine, gut, wenn man sich halt irgendwie unbewusst verstellt, gut, da kann man halt wenig machen. Man kann es vielleicht durch Üben etwas
weniger machen lassen, weil ich bin jetzt irgendwie in der scheiß Prüfung irgendwie anders gefahren, mein Fahrlehrer, als normal. Boah, aber ich habe auch ständig Prüfungsangst eh und der Fahrlehrer hat mich auch übelst gehetzt, aber Prüfer hat mich gehetzt, ja genau der. Auf jeden Fall kann man die Kontrolle über sich selbst verlieren. Das heißt, man weiß zum Beispiel, wenn es im schlimmsten Fall kann man nicht mal wissen, wer man ist, aber eigentlich, ja, passiert dieses Verständnis halt nur innerhalb von wenigen Stunden oder so. Ich glaube nicht, niemand kann sich so einfach so in einem Moment auf den anderen so komplett verstellen. Das geht glaube ich nicht. Es geht vielleicht so, man kann sich so Schauspielern und einer gewissen Person halt anders kommen, als normalerweise ist. Aber zum Beispiel, wenn ihr jetzt in eurer Gruppe seid oder zum Beispiel jetzt eine Freundin oder einen Freund habt, was weiß ich, dann sieht die Person oder die Gruppe halt irgendwann eure wahres Ich. Weil irgendwann, ihr könnt es nicht so lange unterdrücken, euer wahres Ich. Und dann seid ihr halt genau die Person, die ihr eigentlich normalerweise seid. Und das sollte eigentlich auch richtig sein, denn ich finde, Leute sollen euch einfach dafür akzeptieren, was ihr seid, was ihr macht, wofür ihr steht und nicht irgendwie anders so. Weil wenn ihr jetzt irgendwie so eine andere Person akzeptieren, die ihr gar nicht seid, dann was bringt es dann eigentlich? Das bringt dann wenig, oder? Ich glaube, das wird hier richtig philosophisch hier. Nun, dann komme ich nochmal zum letzten Unterpunkt. Soll man selbst sein oder soll man immer man selbst sein? Also ich denke, also meistens eigentlich ja, weil es bringt dir wenig was, wenn man sich immer verstellt, weil irgendwann, kann vielleicht zu Schizophrenie enden, da man nicht mehr weiß. Ich weiß nicht, wie sowas entsteht, so Schizophrenie, aber vielleicht nicht sowas, es kann bestimmt verschiedene Ursachen haben. Naja, aber zum Beispiel jetzt in Fällen, zum Beispiel als Schauspieler, dann sollte man sich, glaube ich, eher verstellen, um in die Rolle reinzukommen, weil, okay, Schauspieler ist jetzt was anderes. Ich meine, da macht man es ja bewusst, man muss es ja bewusst machen, weil man muss ja einen gewissen Charakter spielen, der von irgendeiner Person erfunden wurde. Und man muss sich halt wirklich gut anpassen, damit man genau die im Originalteil, sei es Roman, sei es Comic, widerspiegelt. Das ist auch so eine Sache. In Filmen und Dingen kann ich ja noch verstehen, dass man sich Dinge gibt. Und so Schauspiel finde ich allgemein so ziemlich interessant. Ich habe zwar noch nie wirklich geschauspielert und aber auch noch nie in so einem Theaterding. Vielleicht könnte ich es ja mal machen, aber ich weiß nicht, ob ich dazu das Talent habe. Ich glaube, ein Schauspieler wäre ich jetzt eher weniger. Was vielleicht nicht nur allein wegen meinem Sprachfehler liegt. Ich kann mir irgendwie vielleicht Sätze merken, aber ich kann mir irgendwie ganze Pokémon-Typen, Pokémon-Namen merken, weil die sich entwickeln. Und dann noch vielleicht noch Situationen, die wäre jetzt nicht für jeden optimal. Zum Beispiel jetzt, also wenn man jetzt, betrunken ist, dann hört man ja auch quasi auch einen anderen Charakter. Entweder man ist aggressiver oder man ist offener. Ich glaube, wo ich etwas dächtig war, da war ich irgendwie offen. Und witzig, ich konnte irgendwie mit Leuten reden, mit denen ich noch nie geredet habe. Ich weiß nicht, warum es so ist. Und nein, ich bin jetzt kein wirklicher Alkoholiker. Ich trinke es voll selten. Stehe dazu. Aber ja, allgemein so, man ist halt irgendwie offen. Aber ich finde, wenn man sich jetzt so die ganze Zeit nur zudröhnt oder halt zusäuft, um quasi jemand anderes zu sein, dann finde ich es auch scheiße. Man muss halt nur übertragen, so man nutzt das. Quasi zum Beispiel jetzt so, wenn man halt offen ist, wenn man besoffen ist, dann muss man quasi das so übertragen, dass man quasi auch so ist, wenn man nüchtern ist. Das ist ziemlich schwierig und ich glaube, ich bekomme es auch heute immer noch nicht hin. Bei mir ist es so, ich bin halt irgendwie real life ziemlich verschlossen. Also ich bin jetzt viel offener geworden, aber Vergangenheit ziemlich verschlossen. Und im Internet bin ich sehr offen. Irgendwie, ich weiß nicht warum. Eigentlich ja, bin ich, glaube ich, dasselbe oder fast dasselbe. Das ist wieder eine andere Geschichte. Aber im Allgemeinen bleibt es ja jedem selbst überlassen, ob man jetzt sich verstellen möchte, um irgendwas zu erreichen oder ob man selbst bleiben möchte. Weil ich will es wahrscheinlich so machen, dass ich jetzt immer mit mir selbst bleibe. Gut, wenn ich nach Vorstellung sprechen, werde ich mich halt kleiden, aber ich werde nicht sagen, jo, ich bin ja, ich habe so viel erreicht. Ich sage einfach, ja, so ist es, ich habe das gemacht und ich habe das gemacht. Und ich glaube, das wollen ja auch Leute auch hören. Aber sonst ist man ja quasi auch, man selbst, wenn man zum Beispiel zu einer Freundin ist oder so und da irgendwie Kollegen, was weiß ich, dann ist man eigentlich auch man selbst und das soll man halt immer machen, finde ich. Es ist trotzdem nicht schwer, es ist glaube ich auch Übungssache, aber es sollte auch gehen. Naja, ich hoffe, ich konnte mit diesem Video irgendwas mitgeben und ihr könnt auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das so findet oder ob ihr euch manchmal verstellt, bewusst oder unbewusst. Das würde mich echt mal interessieren, das können auch interessante Gespräche werden. Und ja, das war's. Euer Johnny Nix LP, bye.